Babsi! Mehr Babsi! Alle lieben Babsi, ihr dürft wieder YouTube grüßen. Ihr habt jetzt die Chance. Jetzt habt ihr die Chance. Jetzt habt ihr die Chance, Hallo zu sagen. Wenn dessen ich Babsi starte. Ich glaube, es kann ein bisschen lauter, oder? Ich glaube, Babsi ist ein bisschen leise. Wir können ja Babsi heute mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben. Auch den wundervollen Soundtrack. Ja, wundervoll. So, ich muss noch nebenbei kurz nochmal das Passwort raussuchen. Das hatte ich ja David geschickt. Weil sonst hätte ich das vergessen. Wo ist David? David. Da. Das ist das Passwort. Warum stehe ich eigentlich in der Userliste da? Weil du nicht subscribed hast. Oder welche meinst du? Du musst auch subscriben, sonst kommt man da nicht rein. So. What could possibly go wrong? Ich hab Enter gedrückt. Ehrlich. Kannst du nicht. Oh, sorry. Stimmt. Gut aufgepasst. Kriegst nach der Stunde Bonuspunkte. Ich muss das Spiel resetten. Ich hab die MRL subscribed. Ja, dann. Sag das der Hitbox-API. Das ist nicht mein Fehler. Danke, Burkhard. So, probieren wir es nochmal. Leertaste. Ich bestehe auf Herzchen. Jetzt wirst du aber ein bisschen dreist. Herzchen. So. Irgendwie. Ihr seht das gerade nicht, aber dieses hin und wieder Stottern von Flackern. Ist bei mir auch. Also anders, aber auch. Okay. RTN. Leertaste. Enter. Los geht der Spaß. Mein Gott, freue ich mich. Ich muss schon mal was zu trinken einschenken. Genau, verbreitet währenddessen Liebe und so ein Spaß. Amos. Ich meine, man sieht auch, dass Babsi selbst aber keinen Bock hat. Du hast nichts verpasst. Du hast gar nichts verpasst. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Das Spiel macht dich wahnsinnig. Oh Gott. Wir sind wieder da. Das ist echt. Es ist für mich, als wäre keine Zeit vergangen. Ich bin morgens aufgewacht und war tot. Ich war einfach tot und dachte mir, was ist Leben? Ich hab nicht gewusst, wo ich war. Ich wusste einfach nicht, wo ich war. Okay, versuchen wir dieses Level einfach schnell zu machen. Ich hab nämlich keinen Bock, hier lange rumzualbern. Wir haben nämlich sehr viel nervigere Level, die wir machen müssen. Von daher, scheiß auf Items. Anderen Kack. Wir müssen hier vorankommen. Schieb. Okay. Ja, den Checkpoint nehme ich lieber mit. Man weiß nie. Zumindest seid, wenn ich heute nicht so viel auf den Chat eingehe, weil ich habe gemerkt beim letzten Mal, jedes Mal, wenn ich ganz kurz auf den Chat geguckt habe, war ich tot. Weil irgendetwas kommt, irgendetwas passiert. Das ist unfassbar anstrengend, aber so ist das Spiel. Ich frage mich echt, wann man ein Leben bekommt durch Wollknäuel. Weil angeblich ist das ja so, aber ich glaube dem nicht. Okay, bisher komme ich voran. Okay. Wenn euch übrigens irgendwann mal auffallen sollte, dass ich ein Leben bekommen habe durch die Wollknäuel, dann sagt das mal. Ich bin gestorben, weil ich auf die Kiste gesprungen bin und ein Gegner war in der Nähe.
Toll. Toll. Ich bin abgerutscht. Toll. Da geht mein Leben dahin. Oh Gott. Und es sind noch so viele. Es sind noch so viele mehr. Und dazu bitte ich diese Musik. Warum? Das Problem ist ja auch, je weiter man kommt, desto mehr nimmt man die Items weg oder halt die Collectibles, die einem irgendwo helfen, wo man lang gehen darf und wo nicht. Das heißt, man springt irgendwann ins Nichts und weiß nicht, wohin man soll. Das ist furchtbar. Wer macht sowas? Oh Gott, kann die Graffen einen nicht töten? Okay. 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 Oh, Babsi, du nutzloses Stück irgendwas. Geh da hoch! Irgendwas kam ja doch noch, oder? Irgendwas kam noch. Der Typ. Dich mach ich vor platt. Tröt so viel du willst. Tröt, bis dein Leben keinen Sinn mehr ergibt. Glaub mir, es gibt genug Babsi Creepypastas. Das wette ich mit dir. Kann anders gar nicht sein. Schön, dass hier noch Wollknäuel sind. Schade, dass mir überhaupt nichts bringt. Ich meine, immerhin eine andere Musik. Man muss ja auch mal irgendwo die Sachen positiv sehen. Ist hier eigentlich irgendwo ein Secret? Was ist das da unten? Da ist was. Das wird mein Tod sein. Das wird... War das das Geräusch? Nein, das war... Oder? War das das Geräusch von hier... Continue? Weil das wäre super. Oder ab. Geh da weg. Ja, toll. Toll. Tatsächlich haben wir kein Postfach, aber wir werden vielleicht mal irgendwann mal ins Anliegen, wenn wir dazu kommen. Ich war fast in diesen Kaktus reingesprungen, dann wäre ich tot gewesen. Einfach nur, weil das Spiel das so sieht. Will ich hier hin? Oh. Okay, ich glaube, es hat mir sogar was gebracht. Bin mir unsicher, aber ich glaube es zumindest. Wozu gibt es überhaupt Punkte? Warum hat dieses Spiel Punkte? Oh. Scheiß Vogelfiech. Dich mache ich lieber platt, weil sonst spawnst du neu. Oh. Ist beeindruckend, wie knapp hier viele Sachen sind. Nein! Ich hätte keine Chance mehr auszuweichen. Oh. So, warum darf Babsi nicht schnell? Warum darf Babsi nicht schnell sein? Warum muss er so langsam... Nein! Warum muss immer irgendwas im Weg sein? Warum? Ich wette, es kann richtig spaßig sein, wenn man schnell sein darf. Uff.
D-Mark-Blatt. Was macht der da unten? Wo kommt der zweite her? Hier bleibt er jetzt echt stehen. Immerhin ist das Charakterdesign witzig. Naja, wir wollen ja auch nicht hier, ne? Mal nicht übertreiben. Okay, wie komme ich jetzt wieder raus? Oh, okay. Da kann man anscheinend stehen. Natürlich. Toll. Oh Mann, ey. Zwei Leben. Ich muss mich auch erstmal einspielen. Ich muss ja erstmal wieder mit diesem Bullshit klarkommen. Oh. Ich lebe. Ich dachte, ich wäre tot, aber ich lebe. Alles gut. Aber hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Man muss gucken, wie ich hier rauskomme. Oh. Anscheinend. Meine fragen mich auch, warum mache ich das überhaupt? Ich meine, ich kann auch einfach sagen, das war Babsi. Ich hab's euch einmal gezeigt. Warum wird sowas in Zeiten von Emulatoren ein Remake? Meinst du Babsi? Weil das ist kein Remake. Was ist denn hier an einem Remake? Ist hier irgendwas drin? Nö. Ein Leben, ich muss eh noch einer getroffen werden, das war's. Ich weiß auch nur, um die Level wieder ein bisschen besser kennenzulernen. Damit ich weiß, wie sie aufgebaut sind. Ich muss den Kack eh nochmal machen. Okay, Levelende. Gib mir ein Leben. Oder irgendwas. Irgendwann hatte man die Rechte an Babsi aufgekauft. Go ahead, make my day. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie legal das hier ist. Weil ein Emulator würde ja bedeuten sozusagen, dass man ja irgendwo Programmcode von Super Nintendo drin hat, dass man sozusagen das BIOS von Super Nintendo nachmacht. Und das wäre wiederum illegal. Also, ich habe keine Ahnung, wie die das hier gemacht haben. Ob Nintendo da gesagt hat, ja klar, natürlich dürft ihr einfach einen Emulator basteln und somit ein altes Spiel wiederbeleben. Aber es ist schön, dass wir jetzt wieder diese wundervolle Musik haben. Ich habe sie echt vermisst. Hier nicht rein. Ich glaube, hier war ein Gegner. Haben Leben eingesammelt. Hey. Na, oh, das war die Kacke. Go ahead, make my day. Gott sei Dank. Ich glaube, hier oben war nichts, oder? Wenn man so hoch kommt. Ja, nee, komm da. Ist mir auch egal. Da wird schon nichts Tolles sein. War. Okay, die Giraffen können einen töten. Wäre das damit auch geklärt. Ich meine, ich hätte sich das denken können, aber ich war mir nicht wirklich sicher.
So, jetzt einfach nur schnell durch. Einfach nur schnell durch. Solange diese Fähigkeit anhält. Shit. Können die einen Ticken länger anhalten? Das wäre voll super. Okay. Ich glaube, hier rechts war nichts weiter, oder? Ja, da war nur ein Wolkenall. Da geht mir gar nichts. Wow. Kann man durchrennen. Nope. Das kann ich mal. Die mit. Einfach nur, weil warum nicht? Die Zeit habe ich nun auch noch. Sorge ist eigentlich nur jedes Mal, wenn ich so ein Leben übersehen habe oder sonstiges. Ich meine, ich habe jetzt wieder 2 Leben. Das ist unmöglich. Allein, weil ja irgendwann nochmal ein Endboss kommen wird. Wow. Double Kill. Oh, Unbesiegbarkeit. Ja, damit. Mit der seltsamsten Unbesiegbarkeit Musik, die man sich nur vorstellen kann. Da war ein Leben, das will ich haben. Da war ja was. Unbesiegbarkeit schützt einen ja nicht vor Sachen, die in der Umgebung sind, sondern nur gegen Feinde. Die dachten sich wahrscheinlich, ach, das Spiel wäre sonst viel zu einfach, wenn man unbesiegbar wäre. Dann muss man noch irgendwas machen. So. Aber ich würde gerne das Leben haben. Das brauche ich nämlich. Genau das. Oh, oh Gott! Geh rein! Geh! Nein! Oh! Oh. Ja, das sieht auch richtig aus. Toll, damit wäre das Leben auch wieder weg. Es hat einen Scheiß gebracht. Das Cleverste ist eigentlich immer Bubsy von ganz von Anfang spielen und versuchen, so viele Leben wie möglich mitzunehmen. Einfach nur, um diesen Kack hier irgendwie zu überleben. Damit man halt genug hat, damit man das irgendwie schafft. Ist toll, dass der so seltsam... Ich meine, die haben alle einen verschiedenen Rhythmus, wann die halt rausspringen. Einige sind schnell, andere sind kurz. Nein! Ah, Sandshark. Okay. Jetzt habe ich mich eingespielt. Jetzt wird das was. Wir müssen ja nur bis zum nächsten Passwort kommen, dann ist alles gut. Nur bis zum nächsten Passwort. Zurück zu der besten Musik der Welt. Ist hier eigentlich ein Leben oder sowas? Nein, natürlich nicht. Warum ist das eine Schräge? Lass mich doch einfach stehen, Spiel. Soll ich mir den wegmachen, damit du mich nicht nervst, sollte ich sterben. Alles klar. Weiter geht's. Yeah. Ich hab einfach panische Angst, dass immer irgendwas aus dem Nichts kommt. Wo lande ich? Wo bin ich? Oh Gott. Das ist das furchtbarste Level, um einfach... Nein! Ich wollte nicht springen, weil das UFO da ist, aber ich musste springen, weil die Stacheln unter mir waren. Ich meine, wir müssen uns immer wieder vor Augen halten. Irgendjemand da draußen hat dieses Spiel entwickelt.
und hat gedacht, das hier alles sei eine gute Idee. Das muss man sich vor Augen halten. Das ist von Menschen kreiert, dieses Spiel. Irgendjemand da draußen hat das gemacht. Das ist das Traurige. Ist das Conker für Arme? Willst du mich verarschen? Das ist Conker für Machischisten oder so ein Scheiß. Ich lebe? Wow, das wäre tot. Er hat mir so lieb angeschneuzt. Wie lange bräuchte man, wenn man es zum ersten Mal spielt, um zu merken, dass es hier der totale Scheiß ist? Ich glaube, es dauert nicht lang. Ich glaube, das hat man ziemlich schnell raus. So spätestens, wenn man einfach mal versucht hat zu springen, so normal zu springen. So, ich lasse sie mal hier, damit ich weiß, dass es hier gefährlich ist. Bestimmt gibt es eine Babsi-Sekte. Ich gehe davon aus. Babsianer oder so. Oder die Babsis. Diese Musik die ganze Zeit. So, einfach nur hoch und wieder runter. Keine Richtung drücken. Immer wenn man eine Richtung drückt, den töten. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ebenfalls nicht in die Waggons hier reingehen. Was ist eigentlich hier ein Checkpoint? Ich meine, echt, sterben hier welche? Das ist doch... Warte mal, vielleicht ist hier rechts was. Hab ich noch nie nachgeguckt. Was ist da? Wollknoll. Fucking Wollknoll. Was ist genau an Babsi so schlecht? Sieht für mich eher wie normales... Du bist neu, oder? Unnütz, du bist neu. Du warst gestern nicht dabei. Weil man muss ja auch sagen, das ist sowas wie... Okay, folgendes. Man kann Sonic Boom tatsächlich gut dastehen lassen. Du brauchst nur jemanden, der spielen kann. Jemand, der um den Bullshit herum spielt. Und ich bin jetzt einfach mal so frei und behaupte, ich habe schon ein bisschen gelernt, mich um den Bullshit von Babsi Amy drumherum zu kämpfen. Ich weiß, wie die Steuerung funktioniert. Ich weiß, wie abgefuckt und kacke alles ist. Ich weiß, dass wenn ich nach rechts drücke, nicht mehr nach links drücken kann und dass ich, wenn ich es nach links springe, nicht mehr nach rechts komme, dass es unmöglich ist. Von daher, ja. Ich weiß, wie Babsi funktioniert und deswegen wirkt es vielleicht nicht ganz so schlecht, wie es ist. Aber es ist furchtbar. Es ist richtig furchtbar. Komm raus. So, was ist hier? Was Sinnvolles? Nein. Raus. So. Das waren die hüpfenden Idioten. Das ist echt, das ist pure Anstrengung. Ich weiß, das merkt man immer nicht, wenn man nur zusieht, wie er was spielt, aber es ist anstrengend. Ah, scheiße. Weil man genau weiß, dass die ganze Zeit irgendwo irgendwas lauert. Und man die ganze Zeit versucht sich zu erinnern, war da jetzt was? Was sagt mir meine Erinnerung? Wo waren die Gegner? Wo war der Bullshit? Ich meine, er ist überall, aber wo ist er genau? Der hier zum Beispiel. Was macht der hier? Wenn der nicht hier, kann man einfach sozusagen per Skill durchrushen. Aber nope. Er steht da, um zu nerven. Hier sind zwei Steine. Einfach nur, um zu nerven. Warum ist der hier? Das macht alles nur schwieriger. So, will ich da runter? Nein. Anscheinend nicht. Will ich da runter? Vielleicht, das weiß ich noch nicht. Wow. Nein. Da will ich auch nicht runter. Okay. Ich glaube, hier war nichts.
Nein! Ich meine, immer mal ein Checkpoint, aber ich traue halt echt dem Leben hinterher. Ich brauche die Leben. Schon ein bisschen Rareware, oder? Dass es Augen hat. Irgendwas ist da links. Ich will jetzt wissen, was da ist. Da ist was. Oh nein! Nein, ich will jetzt wissen, was das ist. Ganz einfach. Ich will das jetzt wissen. Da ist eine Tür. Wobei, es wird wahrscheinlich nur im Bonusraum sein. Und ich glaube, im Bonusraum gibt es keine Leben. Also bringt das mir gar nichts. Okay. Okay. Es wirkt wie ein Ort, wo ich sterben kann. What? Warum ist die Kiste da? Hä? Oh. Soll es eine Art Rätsel sein? Sowas wie Bubsy's Mind Games oder. Hier ist nichts. Aber man kann anscheinend rechts drüber. Oh! Oh! Gott sei Dank. Okay, das ist gut. Das muss ich mir merken. Diese Tür ist großartig und ich sollte sie immer verwenden. Das hat sie genug. Das sind 9 Leben circa. Steh auf, Bubsy. Wir haben keine Zeit. Bonus Stage! Oh, dieses Mal nicht, wo man einfach direkt ins Nichts fällt. Oh Gott, ich falle ins Nichts. Toll. Einfach toll. So. Ah. Ah, lieb. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir haben eigentlich insgesamt jetzt 15 Leben. Das ist gut. Sogar sehr gut. Damit kann man noch arbeiten. Go ahead, make my day. Man kennt einfach schon so ein paar Stellen von Level dann auswendig. Es ist einfach so. Ja, 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 ja. Dieses Mal nicht. Die 2 Leben gönne ich mir. Die gönne ich mir sowas von. Okay, so viel dazu. Die gönne ich mir. Die gönne ich mir super. Hat super funktioniert. Gut gegönnt. Gut gegönnt. Bubsy kam mit dem Arsch nie hoch. Okay. Probieren wir das nochmal das. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass es eine Gamescent-Episode hierzu geben wird. Warum auch? Ich gebe dem Spiel schon mehr Aufmerksamkeit, als es bekommen sollte. Dieses Momentum. Mist. Kann man hier irgendwo Bullshit? Irgendwo kann man noch Bullshit. Hm.
So, lebenstechnisch stehen wir übrigens gerade beeindruckend gut da. Es ist fast so, als wenn ich lernen würde. Ich mochte Sonic 3D Blast. Moment. Nein, ich mochte Sonic 3D. Das Ding ist halt Sonic 3D Blast 5, wie es sich ja nennt, ist kürzer. Das heißt, man ist schneller mit dem Scheiß durch. Babsi! Babsi dauert ewig. Babsi endet nicht. Babsi gönnt es dir nicht, dass du es irgendwann geschafft hast. Lass mich links lang gehen. Ich würde das Leben da nämlich gerne haben. Ah! Okay, um die Problematik hier nochmal genauer aufzuführen. Ich springe in die Luft und drücke dann nach rechts. Das sieht so aus. Ich springe in die Luft, drücke nach links. Oder nein, nein, nein. Ich renne nach rechts, springe und drücke dann links. Das sieht dann so aus. Babsi bleibt circa auf der Stelle stehen und geht ein bisschen nach links. Und jetzt kommt's. Ich springe und gleite und drücke dann in eine Richtung. Hier ist nach rechts. Springe, gleite. Oh, oh! Babsi kann instant die Richtung wechseln. Das macht es überhaupt nicht schwer, irgendwo richtig gut zu landen. Es ist schön. Es ist so schön. Von daher, scheiß auf das Leben. Das ist nicht wert. Eher werde ich vorher verrecken wahrscheinlich. Das Unverwundbarkeits-Shirt mit. So, was ist hier? Ah, oh, ich bin in der Wand gelaufen. Beweg dich! Oh, ist doch nicht wahr. So, mach deinen Tröd. Mach deinen Tröd. Oh, er hat nicht tröd gemacht. Auch das ist kacke. Man kann sich auf Gegner nicht verlassen. Sie haben kein Muster. So. Gut, versuchen wir also wieder vorwärts zu kommen. Nachdem wir jetzt umsonst... Übrigens, da unten war eine Sackgasse, falls man das gesehen hat. Es hat also nichts gebracht, da lang zu gehen. Nein, 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 nein. Ich will ja wieder raus. Komm, lass mich raus. Lass mich raus. Brav. Immerhin, das geht. Hier nie wieder. Ich will dieses Level nie wieder sehen. Ich muss das schaffen. So, du Hai, komm her, komm her. Komm her, komm zurück. Mach dich platt. Mach dich platt. Komm noch. Wo bist du? Er ist weg. Aber irgendwann, kam hier dieser so ein Tumbleweed-Ding? Wie heißen die auf Deutsch nochmal? Ich hab's vergessen. Wow. Das sind übrigens schräge Plattformen. Bedeutet man, wenn man dann springt, fliegt man automatisch in eine Richtung. Warum ist das hier das Dynamit? Was bringt das mir? Wo muss ich hin? Ich spring da mal rüber. Oh. Oh. Das ist ein Leben, das ist gut. Danke. Danke, Mr. Erdmännchen. Das Leben nimmt hier an. Über den Scheiß. Okay. Hier kommt der Eierwerfer. Oh, oh, oh. Da ist ein Leben. Oh. Oh, das war knapp. Den machen wir platt, was wir nochmal hier hinkommen müssen. Und jetzt weiß ich nicht mal, wo es weitergeht. Du guckst es dir an, weil du selbst nicht begreifen kannst, was der Kack hier soll. Da ist noch ein Leben. Ah, das will ich haben. Babsi, geh da hoch. Babsi, nein. Warum tust du mir das an, Babsi? Warum, Babsi? Ah. Ja, so viel zum Leben.
sind ja alle sozusagen eine Art Therapie. Wir versuchen alle Babsi hinter uns zu lassen. Danke, Spiel. Danke. Die Musik auch mal von Anfang an wieder loopt. So, okay, dieses Mal gehen wir hier rein, um das Leben zu holen. Hier was? Ah. Komm. Sehr gut. Leben. Wichtig. Ich meine, hier wird wahrscheinlich irgendwo mein Tod sein, aber. Sani, komm mal wieder raus. Wo bin ich und wie komme ich hier wieder weg? Kommt man nicht mal nach oben? Nee. Okay, es ist unmöglich, wieder nach oben zu kommen. Babsi, dieses Spiel ist auf Zeit. Wir müssen uns beeilen. Ah! Okay, sehr gut. Ich habe das Leben und bin hier wieder rausgekommen. Ausgezeichnet. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Jetzt kam der Spaß. Okay. Ja, da komm ich hin. Okay. Alles klar. Nein, da ist ein Leben. Ah, aber ich will lieber hier hoch. Oh, ich guck vor. Du wirfst Käse, was war das? Ja. Ah, kann ich leider nicht töten. Egal. Nein! Käse! Okay, Levelende. Jetzt habe ich Lust auf Käse. Oh. Ich habe Lust, Bobcat zu verhauen. Ah, es ist so katastrophal. Weiter geht der Spaß. Wir sind wieder auf den Zug. So, wie komme ich am besten runter? Gar nicht. Scheiß darauf. Scheiß auf dieses Power-Up. Das ist es nicht wert. Du bist platt. So. Ich finde, bisher läuft das ganz okay. Wir hatten schon mal schlechtere Runs. Da fliegen Eier. Okay. Ist hier ein Gegner? Nein, sehr gut. Dann komme ich ganz einfach zum Checkpoint ohne Probleme. Gotta go, Babsi! So, da ist ein Leben. Sehr gut. Nehme ich. Oh Gott, Eier. So, weg mit dir. Es ist einfach, ich wünschte, man könnte die Steuerung irgendwie beschreiben. Das ist einfach nicht möglich. Man muss das spielen. Wie ein alles Amy versucht, in Gegner reinzuziehen und sowas. Das ist unfassbar. Okay, ich muss darüber. Ah, nein. Ja, ganz genau. Scheiß auf Dynamit. Scheiß auf diese Wollknäuelspuren. Hätte ich mal die Wollknäuelspur genommen. Ich hab den Kopf
wo ich hin muss. Das ist immer gucken, wohin man fliegt, wenn man springt. Niemals einfach so irgendwo hingehen. Das bedeutet immer den Tod. Nein! Da war die Kacke! Ah, oh, okay. Nach dem zweiten Starren kommen Eier. Oh Gott! Das ist alles. Man ist die ganze Zeit vorbereitet auf allen möglichen Kack. Aber irgendwann vergisst man halt wieder. Vor allem die wichtigen Sachen vergisst man dann. Man weiß nur, oh, hier sind überall Stachel. Warum ist eine Plattform? Wie komme ich da rauf? Irgendwas Sinnvolles. Ah. Okay. Na toll. Collectible. Wow. Was war hier? Hier kommen nämlich die Nagelblätter. Genau. So, Bananen. Rüberspringen. Hier warten. Oben gucken. Drei Eier. Nein! Fuck! My contract does not mention pain. Das ist einfach nicht wahr, ey. Ja. Man fliegt von allen runter. Es ist so. Wenn man nur leicht hier steht, dann fliegt man runter und es nervt. Da, es ist. Babsi bleibt einfach nicht stehen. Und lande erstmal auf diesen Teil. Das ist eine Katastrophe. Ich frage mich, was passiert. Was wäre, wenn man Babsi neu machen würde? Wenn man die Steuerung überarbeitet, die Level ein bisschen anpasst, kann man das retten? Save Babsi. Das wäre doch mal eine interessante Sache. Genau, noch ein Käse hinterher. So habe ich das gern. Noch ein Käse. So. Oh, ich sehe nicht, was da unten ist. Da sind Kisten. Was für Kisten? Keine Ahnung. Bananen. Natürlich Bananen. Was seid ihr überhaupt für Viecher? Oh Gott. Das ist unfassbar. Ah, ah, guck, dieses Viech, das einfach random sagt so, jetzt, Richtung Westen, oh, links, rechts, oh, ich mache jetzt hier, gehen wir weiter. Nein, doch nicht. Das ist doch, nein, nein, das haben sie nicht gemacht. Neues Leben? Wirklich? Oder denkst du das nur? Also, hättest du es gern? Wenn die Subs mal bitte kurz alle mal im Babsi posten würden, das wäre super. So als Motivation. Ich hab Runden lang. Scheiß drauf. Ist eh besser. So, der ist ja tot. Der kann mich nicht mehr angreifen. Sehr gut. Immerhin etwas. Da unten waren die beiden Kisten auf jeden Fall. Okay. Einfach rüber. Haben die was im Maul? Nein. Nein, die fliegen einfach nur. Danke. Danke für die Babsis. Oh, 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 oh. Ja, ich würde mir auch lieber aufs Ohr gerade hauen, anstatt mir das anzutun. Aber ich muss das hier beenden. Oh Gott, hat er gerade 4 geworfen?
Der hat doch 4 Stück geworfen. Oder wäre ich bekloppt? Ich würde gerne wissen, was da ist, aber ich lasse das. Okay. Da links war noch ein Gegner, oder nicht? Ja. Fuck it. Ich will nur dieses Level beenden. Waren wir hier schon mal? Oh. Ich glaube, wir waren hier noch nie, oder? Das ist neu. Aber was heißt neu? Ich kenne die Levelobjekte, aber der Aufbau ist neu. Moin, not killed by skill. Schön, dass du da bist. Sehr schön. Freut mir. Das ist doch wieder mein Tod. Das ist so mein Tod. Oh. Aber ich habe schon irgendwie ein Leben oder so übersprungen. Irgendwas habe ich jetzt da übersprungen. Was ist das hier? Warum ist da immer so ein Adler drauf? Vogeladler, was weiß ich. Ich habe gerade noch die Explosions-Animation. Oh. Diese Scheißviecher. Diese Scheißviecher. Diese. Ah! Ich hasse sie. Wow, da ist ein Stein. Stein? Ja. Aber da hüpft ein Bällchen, also ist alles gut. So viel dazu, alles gut. Oh! Deswegen, nicht auf den Chat achten. Merken. Immer noch auf den Chat achten, wenn man wirklich die Zeit dafür hat. Und jetzt mache ich den hier erstmal platt. Damit er mich nicht mehr nerven kann, sollte ich nochmal sterben. Also, an dieser Stelle, dass ich hier respawn. Wow. Ja! Wo kommt der her? Da links scheint irgendwas zu sein, sonst würden nicht so viele Gegner sein. Aber ich sehe es als unmöglich an, also lasse ich den Kack. Scheiß auf euren Möchtegern-Design. Ich will vorankommen. Und nicht weiter verzweifeln. So, da ist ein Stein. Aber ich, wenn ich einmal gucke, kommt da und dann kann ich bestimmt einfach rüberspringen. Mal, was soll passieren. Oh. Es sind 2 Steine. Aber gut, ich bin drüber. Ich bin drüben. Alles gut. Da ist noch ein Stein. 2 Steine. Sogar 3 Steine anscheinend. Ja, genau, für das Collectible. Für dieses. Was weiß ich, was das überhaupt ist? Was ist das? Ich hab schon wieder irgendwo scheiß Kackt oder so. Checkpoint, Checkpoint! Oh, Gott sei Dank. Eine Plattform. 2 Steine. Nur 2 Steine. Alles klar. Es ist 2 Steine. Wie viele Steine? 2. Einer fliegt, einer ist so normal. Leben! Du hörst so mir. Hier drin wird auch wieder nur mein Tod sein oder sowas. Ein Leben! Kloppt! Was ist denn los? Das Spiel wird auf einmal nett. In Anführungszeichen natürlich. Ausrufezeichen von mir ist auch. Okay, Checkpoint. Nein! Nein! Holy shit! Was ist das für eine Musik? Shit! Wow, es spawnen unendlich viele Gegner. Wow. Da
Das überrascht mich jetzt echt. Einfach, dass es ein anderer Bosskampf ist. Ich hätte gesagt, dass es nochmal dasselbe kommt. Fuck. Okay, Konzentration. Shit. Darf nicht versagen. Muss schaffen. Wir kriegen ein verficktes Passwort dadurch. Ich brauch das Passwort. Gott! Momentum, ey! Er fliegt nach links und ich kann nichts dagegen tun. Es ist so scheiße. Sehr witzig, Dattel-Ecke. Sehr witzig. Schön für dich, dass du das Passwort hast. Ich werde immer nicht gescheatet. Ja, natürlich, continue. Okay. Wir müssen eine Pause machen, sonst werde ich bekloppt. Sonst drehe ich ab. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wir müssen kurz andere Musik hören. Wir müssen weiterkommen. Wir müssen hier weiterkommen. Ich muss ganz kurz Luft holen. Vielleicht irgendwas mit Zuckermehl besorgen. Irgendwas brauche ich jetzt. Und ich muss auf Toilette. Alles doof. Wir machen Pause. So. Und dann geht da Spaß. Spaß, gleich, weiter. Wunder. Bis gleich. Liter Zucker. Ach, komm, geh auf. Tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Oh Mann, ey. Wir wollen weiter Babsi machen. Wir waren beim Endboss, also ein Endboss von der Welt zumindest. Aber haben es nicht geschafft. Glücklicherweise hatten wir ein Continue. Bedeutet, wir dürfen dieses wunderbare Level nochmal machen. Und dann nochmal den Endboss probieren. Und wenn wir es dann nicht schaffen, tja, dann müssen wir alle Level nochmal von vorn machen. So ist das mit Babschi. So ist das. So und nicht anders. Anderen Browser probieren. So. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin frustriert. So. Was? So. Nein. Oh Gott. Immerhin, die Items sind auch resettet.
bedeutet, war hier unten ein Leben drin oder nicht? Hier war doch ein Leben, oder? Irgendwas war hier. Ein Gegner auf jeden Fall. Nein! Okay, nein, wir gehen oben lang, doofe Idee. Okay. Was? Ich würde sagen, nicht abstürzen, Spiel. Ganz ruhig. Wir gehen auf jeden Fall oben lang. Das hab ich. Das ist nicht wahr. Ich hätte keine Pause machen sollen. Alles. Nein. Das ist doch Wahnsinn. So, wir sind bei 6 Leben. What can possibly go wrong? Ich hab ihn nicht berührt. Zudem ist er dann durch die Welt geglitscht. Oh, das ist doch nicht wahr. Ich bin kurz davor zu cheaten. Ich habe so keine Lust mehr. Das geht einfach nicht. So, Geduldsfaden gerissen. Längs gerissen. Liegt irgendwo auf dem Boden liegt der. Wie ein Trauerspiel. Okay. Nein, ich mach das nicht. Wenn, dann muss ich den Endboss schon noch besiegen, sonst läuft das nicht. Habe ich gerade eigentlich ein Leben bekommen? Hatte ich... Oh. Nein, oh Gott sei Dank, oh. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Abgrund. Hier sind so viele Leben überall. Ich will die alle haben. Gib sie mir. Guckt euch das an. Leben. Es gibt auf jeden Fall immer noch ein Shirt mit 2 Leben. Das hätte ich gern. Das hätte ich echt gern. Ah, Secret. Oh Gott, warum? Ah! In welchem Videospiel gibt es Secrets, die einen instant umbringen? Da geh mal rechts lang. Da ist ja rechts irgendwas. Das ist doch nicht wahr. Nein. Wisst ihr was? Nö. Es bringt nichts. Dieses Spiel zu erkunden ist Selbstmord. Einfach akzeptieren, dass die Plattform mini ist und man sich immer gucken sollte, wohin man geht. Fuck. Leben. Thank you.
Warum? Ich war draufgesprungen. Fuck. Nein! Ich will was kaputt machen. Ich würde so gerne irgendwas kaputt machen. Nö, ich schiete. Es reicht. Nein, nein, aus. Es reicht. Nee, ich schiete. So, bitteschön. Safe. Weißt du was? Ich mach zwei Saves. Damit ich nicht irgendwas aussehen übersafe. Das reicht. Es geht nicht. Scheiß drauf. Irgendwann ist Schluss. Wenn das Spiel unfair ist, bin ich auch unfair. Kein Bock mehr. Es reicht. Nein. 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 Nein, wir werden das jetzt nicht wieder ganz von vorne machen. Nein. Wir müssen das beenden. Ehrgeiz gegen Null. Und wenn ich Cheater, das was zu bedeuten. Das ist, es reicht einfach. Habt ihr das gesehen? Ich hab den nicht mal berührt. Ich will ein Instant Replay haben. Einen Augenblick. Ich meine, das, obwohl wir cheaten, ist es einfach unmachbar. Die einzige Möglichkeit, die man so hat, ist immer hier rechts in der Ecke zu bleiben und zu hoffen. Zu hoffen, dass das irgendwie klappt. Weil er kann einen töten aus nichts, obwohl man über ihn ist. Das ist richtig kacke. Dieses kurze Fenster, wann dieses Scheißteil da mal rausguckt. Das ist doch nicht wahr. Ich blende mal kurz den Chat für mich aus. Ich muss mich mal ganz kurz hier drauf konzentrieren. So. Jetzt kurz Konzentrationsmodus. Sag nicht, dass das was hilft, weil das Spiel ja nur mal leider Bullshit ist. Das ist. Was sind die Quick Keys? F1. Okay. Ich bin kurz davor, richtig hardcore zu cheaten, aber noch sind wir da noch nicht angekommen. Wow! Ah!
kurze Zeitfenster, wann dieser Sackviech da rausguckt. Ich hoffe, ihr seht, dass das alles Bullshit ist. Ich hoffe, dass es nur nicht irgendwie meine also dass es so wirkt im Sinne von, das stört dich dumm an. Ich hoffe, ihr seht, dass die Hitbox nicht funktionieren. Ich hoffe, ihr seht, dass, wenn ich hier gegenspringe, Babsi in irgendeine willkürliche Richtung flieht. Dass ich zum Beispiel da jetzt gestorben bin, das ist unlogisch. Ich war über dem Teil. Ich sollte wegbouncen. Manchmal bin ich in dem Teil drin und trotzdem sterbe ich nicht. Diese Willkürlichkeit. Das ist doch nicht wahr. Warum aufregen? Wozu? Es bringt nichts mehr. Es ist getan. Es ist. Ich stelle mir nur gerade nur vor, wie das gewesen wäre, wenn ich jetzt wirklich jedes Mal alle Level nochmal durchgegangen, um an diesen Punkt zu kommen, um dann zu realisieren, dass es alles Bullshit ist. Okay, ich sollte es aufhören, das müssen zu springen. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, auf den Gegner noch zu springen, mit dem Bounce nach oben zu kommen, um dort genügend Luft zu haben, um dieses scheiß Raumschiff zu treffen, ohne zu sterben. Weil anscheinend, was weiß ich, sind die Kanten spitz oder was weiß ich, irgendwas ist mit denen los. Wow, habe ich gerade den ultimativen Cheat entdeckt? Nein! Nein! Solange man in der Luft ist, kann man alles treffen und man stirbt nicht. Ich habe das Passwort nicht aufgeschrieben, deswegen... Habt ihr das Passwort aufgeschrieben? Danke. Ich schreibe das mal David. Gott, eine Welt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich bin so aufgeregt. Ganz ehrlich, ich habe noch nie die kommende Welt gesehen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wie die Grafiken sind. Ich weiß nicht, ob da irgendwie geht. Ich bin nie weitergekommen als Kind. Es war unmöglich. Das ist jetzt für mich... Es ist, als wenn es jetzt Babsi 2 wäre. Babsi 2, exklusiv für mich. Mit einem Leben rock ich das jetzt. Sieht aus wie die erste Welt. Keine World of Tanks Werbung, warum hast du überhaupt Werbung? Ach, bestimmt, weil du gerade reingeschaltet hast. Nein, Enter! Scheiße, falsch! Babsi, das Spiel, wo man schon den Titelbildschirm alles falsch machen kann. Nein, es kommt kein Retro-Review. Ich will diesem Spiel nicht mehr Aufmerksamkeit geben, als es verdient hat. Ich werde mich doch nicht hinsetzen, mir einen Text überlegen, Videos dazu schneiden oder sonstiges für dieses Stück Scheiße, das hier produziert wurde. Ich wette, das ist so ein Ding, jedes Mal, wenn die Typen, die das Spiel entwickelt haben, dass die, wenn die eingeladen werden von Leuten, dass die sich immer rechtfertigen müssen dafür, was sie getan haben. Also Präsident Bush ist schon verantwortlich dafür, dass sehr viele Menschen gestorben sind. Ja, aber die anderen hier am Tisch, die haben Babsi entwickelt. Nein, die haben Babsi entwickelt. Raus hier.
Kann man ihn ernst nehmen? Kann man ihn nicht. Johann B., ich kann's verstehen. So, wir holen uns hier das Leben da links. Passt auf. Erst gucken wir nach unten. Und dann sind wir tot. Warum sind da Items unter Wasser? Wie komme ich denn da hin? Was soll das? Yeah, I didn't like this stuff. Sind die Level jetzt alle so? Basieren sie alle darauf, dass man auf ganz dünnen Plattformen hantieren muss? Ist es so? Yeah, I didn't like this stuff. Babsi lacht, weil sie wahrscheinlich zu dämlich waren, um eine neue Grafik zu zeichnen. Weil es untalentierte Arschlöcher sind. Ja, man merkt, ich bin ein bisschen aggressiv langsam. Ich habe ein Passwort, das ist egal. Es ist Anfang des Levels. Ich kann so viel Scheiße bauen, wie ich will gerade. Noch ist es egal. Ich hätte gerne so ein Debug-Menü, wo ich irgendwie Babsis Kollisionsbox sehe, damit ich genau weiß, wo ich lande. Weil dieses Füße nach vorne rausstrecken, man weiß halt nie genau, wo landet Babsi. Das macht man nicht, deswegen macht Mario das auch nicht. Macht doch einfach das, was Mario macht, wenn ihr es nicht drauf habt. Was ist das denn so schwer? Wenn ihr unfähig seid und keine Ahnung habt, wie ihr ein Spiel zu entwickeln habt, dann klaut doch wenigstens. Auf den Chat geguckt. Meine Regel, nicht auf den Chat gucken. Ich versuche gerade mal einfach nur durch Geschwindigkeit hier durchzukommen. Ich will mal gucken, ob das irgendwie funktioniert, damit man ein paar Sachen skippen kann, hier, wenn man hier ständig wieder hinkommt. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Aber hier kommt man ja nicht rüber. Duh. Hier das Nö aktiviert wird. Und deswegen geht das nicht. Immerhin, sie haben einen Hut auf. Nein, absolut unmöglich, darüber zu kommen. Ich hätte die Plattform nicht mal erreicht. Und wenn ich sie nicht erreiche, dann ist sie weg. Gibt es Babsi Merchandise bestimmt? Irgendwo gab es das bestimmt mal. Irgendjemand dachte, das sei eine gute Idee. Die dachten sich, what can possibly go wrong? Enter anstatt Leertaste gedrückt. Genau, die Babsi TV-Serie. Danke, Herr Bockhardt. Sehr lieb von dir. Danke, Söring. Sehr lieb von dir. Alle sehr lieb von euch. Ihr seid die Besten. Dass mit Microsoft anfängt, der Code. So, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie wir das Level machen sollen. Ich bin gerade ein Ticken überfragt. Ich dachte immer, es geht nicht schlimmer, aber das ist langsam. Langsam sehe ich das Ganze hier am Ende, weil man kann eben nur so viel in diesem Spiel erreichen, bevor es dann wirklich durch ist. Sind Schildkröten. Oh, kann sie töten. Okay. Wir in die Kamera gucken. You're still playing this shit? Gameplay. Oh.
Seestern des Todes. Seestern des Todes. Oh. Okay, alles klar. Ich dachte, das wäre ein komischer Effekt von dem Wasser, aber ja. Und nein, ich brauche keine Level-Passwörter. Wenn du meinst, irgendwas zu geben, damit die schneller vorankommen. Das ist nicht das Ziel. Ah, oh, das hat funktioniert. So, wir fangen einfach weiter. Wir machen slow and easy. Man kann es zu zweit spielen. Das ist aber nur abwechselnd dann. Das bringt uns also gar nichts. Es hat also kein Koop oder so einen Spaß. Der scheiß Boot einfach weiterfährt. Wow. Warum? Warum? Warum bounced es? Was? Neue Gegner. Toll. Und wie soll ich jetzt hier wegkommen? Okay. 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 Ah, das bewegt sich. Was neu? Nope, das ist jetzt weg. Das war's. Babsi bleibt stehen. Verfluchte Scheiße, bleib doch einmal stehen. Aber ich kann da rüber springen. Okay. Wie gesagt, ein Ziehen im Herzen die ganze Zeit. Das ist ein Checkpoint. Ich würde gerne diesen Checkpoint erreichen. Wie komme ich da ran? Da ist anscheinend Boden. Okay. Geh weg, du Aal. Geh weg. Warum tust du das? Warum machst du nichts Sinnvolles? Warum ist da ein Aal mit einer Spitze vorne dran, der einfach nur rumwirft? Das ist kein Aalverhalten. Das macht kein Aal. Ist der Aal auch weg irgendwie? Krokodil! Mo! Okay, die Viecher können das bloß wegschieben. Das ist doch mal gut zu wissen. Mann, ist das Level? Geh weg, du scheiß Aal. Wahnsinnsmusik. Nicht du scheiß Aal, wie Kackdreck. Fuck. Nein! Yeah, I didn't like this stuff. Habt ihr das gesehen? Warum frage ich es überhaupt? Ihr habt das alle gesehen. Das ist immer das Ding. Es gibt ja nur so und so viel, wie ein Mensch aushält. Irgendwann ist die Qual zu groß, der Körper gibt auf, man fällt ins Koma und hat dann einfach Glück, wenn man irgendwann wieder aufwacht. Und mit Babsi ist das ähnlich. Irgendwann verfalle ich einfach ins Koma. Ich kipp um und bin dann erstmal weg.
So, das ist vielleicht Mr. Ali McAl. Nicht zu hoch springen. Weil zu hoch springen bedeutet, dass man auf die Rutsche kommt. Wenn man auf die Rutsche kommt, ist alles vorbei. Wow, das war ziemlich knapp. Ein Schalter. Das ist auch. Das sind Spitzen. Was? Hä? Okay. Ich mach den mal so, dass er anders ist, als er vorher war. Checkpoint wäre übrigens geil. Was ist das? Ist das Stairway to Heaven? Sind wir durch? Ist das Spiel vorbei? Das war's jetzt? Ist ja auch immer weiter. Ich will immer so eine Map sehen von so einem Bubsy-Level. Das muss furchtbar sein. So, was geht's? Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Ich finde, Bubsy hat echt nette Ideen. So. So, da. Gleich aufhören zu lesen. Komm her, du Fliegeviech. Wow, ist ja widerlich. Ich geh mal durch die Tür. Was soll schief gehen? Ah, oh, schick mich zurück. Wie schön. Leben vielleicht? Nein. Wäre das zu nett für dieses Spiel? Wäre es zu nett, mir ein Leben zu geben? Hier ist nichts. Dann gehe ich halt wieder zurück. Oh, es schickt mich noch weiter zurück. Danke. Danke, Videospiel. Das ist so lieb von dir. Hier sind nur Wollknäuel, die in dieses Spiel nichts bringen. Wer übrigens diese wunderbaren Aufnahmen später sehen will, sollte den Kanal abonnieren, der gerade als Sticky Post im Chat ist. Yeah, I didn't like that stuff. Merkt ihr übrigens, dass ich gerade die letzten 5 Minuten überhaupt nichts vorangebracht habe in Level? Ich bin eigentlich in nichts rumgelaufen. So, wenn man sich jetzt so... Stell dich Mario Kart 64 vor. Da gab es doch diese Ansicht, wo man um den Bildschirm herum Linien gezogen hat, also so ein Quadrat. Und da hat man gesehen, wie weit der Spieler gerade in der Map ist. So ein von bis, obwohl es eine Karte ist. Das heißt, man fällt einen Kreis, bla bla. Weil eine Anzeige, wie weit ist denn der Spieler im Vergleich zu den anderen Spielern. Bubsy wäre gerade zurückgerannt. Bubsy wäre irgendwie überall gewesen, aber nicht nach vorne. Fick du Viech, wie machst du das überhaupt? Du berührst mich nicht. Was für eine seltsame Hitbox hast du? Hitbox. Vielleicht eine schöne Kooperation. Hitbox TV sollte mit diesem Spiel kooperieren. So. Was ist hier? Was ist hier? Warum wirft er da Eier? Da kann man doch gar nicht lang, oder? Kann man da lang? Oh. Stacheln. Das ist das erste Level von dieser Welt. Und es nimmt kein Ende. Yeah, I didn't like this stuff. Oh. Ja, wir machen ein 10 Abonnenten-Special. Will ich mal irgendwo ein verdammtes Leben rumliegen. Ich gehe in keine Türen. Das hat bisher immer schlecht geendet. Eben, hier ist das Levelende. Warum soll ich in eine Tür reingehen? Ist die Musik irgendwie anders? Hi, liebes Vater. Press any button to continue. Als wenn ich das wollen würde. Als wenn ich ernsthaft Bock hätte, jetzt hier eng. Garantiert nicht. Weihnachten, Leute. Nicht vergessen. Ich mach das mal so rum. So. Weihnachten. Next time I get a stunt cat. Rock around the clock. Ha! Steht ja, weil es ja bestimmt Steine gibt. Ah.
Bin ich gerade gestorben, weil ich diesen Baum berührt habe? Okay, Bäume berühren ist jetzt auch tödlich geworden. Alles klar. Das war knapp. Warum sind hier nirgendwo Leben? Checkpoint ist egal, ich habe kein Leben mehr. Ich will mich einmal berühren, ich bin tot. Nein, noch gibt's keine Schieß. Wir haben nur ein Level geschafft. So viel Progress verlieren wir ja auch nicht. Also in zwei Leben. Da bekomme ich die. Speed aufbauen. Okay, alles gut. Ich hätte aber gern noch mehr Leben. Spiel, wäre das möglich? Babsi, hör auf. Hör auf. Nein! Da es überall Schrägen sind, kann man halt nicht nach rechts hüpfen. Weil wenn du auf einer Schräge bist und dann springst und dann versuchst nach rechts zu springen, dann bleibt Babsi einfach auf der Stelle stehen. Weil Babsi... Wisst ihr was, wir probieren einfach das mal. Wo kommen wir hier hin? Was passiert hier? Wo lande ich jetzt? Ich muss das Unverwundbarkeits-Shirt einsammeln, sonst sterbe ich dort. Das ist natürlich, das ist Game Design vom Feinsten. Wisst ihr was? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Wir springen ins Nichts und werden von Fisch gefressen. Geil! Das ist geil. Danke, Cupcake! Warte, ich muss eine Liste aktualisieren. Ich habe es noch nicht automatisch drin. Einmal eine positive Sache heute. Wo bist du? Da! Stehst rechts, neben Melura. Du musst dir einen Avatar noch einfügen, damit das hier hübscher aussieht. Sonst sieht das doof aus. So, hab den Chat nochmal wieder eingeblendet, damit ich überhaupt irgendwas sehe. Ich hab falsch gedrückt. So, wir müssen das Passwort wieder eingeben. Spaß, Spaß, Spaß. Leertaste. Leertaste. Ich habe das hier hingepackt. Okay, also, das Ziel ist es also immer irgendwie auf dem Floß zu bleiben im ersten Level. Da kommt man voran. Niemals nach oben gehen. Scheiß auf oben. Oben ist egal. C. T. S. Hey, I didn't like this stuff. In deiner Wohnung sieht es immer so aus, als wäre es Tag. Ja, super, ne? Ist wichtig, damit die Kamera nicht so kacke aussieht. Deswegen habe ich hier gute Beleuchtung. Aber ich mag nicht so gern Scheinwerferbeleuchtung. Ich mag es eher, wenn es ein bisschen natürlicher wirkt. So, das Floß kommt hier. Mhm, aha. Ja, hier runter. Komm, Babsi. Da kommt es. Alles gut. Das kriegen wir hin. Ist einfach nur überleben. Yeah. Party hard. Oh, die Sternchen kommen. Und bloß nicht das Wasser berühren. Kleinste Berührung bedeutet schon tot. Hallo, Mr. Seltsamer Kollisionsbox. Aal. Man kann ihn töten? Okay. Nein! Zu spät gesprungen. Hey, I didn't like this stuff. Hört sich an, als sagt er was mit Stuff. Ich glaube, hey, I didn't like that stuff. Ich weiß es nicht, ich muss mal hinhören. Ich achte schon nicht mehr drauf. Bei diesen 11 Kilohertz Aufnahmen.
Ah gut, den Aal kann man töten, das ist gut zu wissen. Böse Ufer. Böse Ufer. Das ist alles nicht wahr. Ja, da ist irgendwas. Ich glaube, das Wasser kann man ablassen oder so. Aber ganz ehrlich, als wenn ich Interesse hätte, das irgendwie rauszufinden. Ich wäre voll für ein neues Format. Was ist eigentlich falsch mit? Dann nimmt man einfach ein Spiel und zeigt alles, was damit eigentlich falsch ist. So, was ist eigentlich falsch mit Destiny? Was ist eigentlich falsch mit Yoshi Wally World? Oder Woody World? Und dann zeigen, was damit eigentlich falsch ist. Babsi wird dann so ein 5-Partler oder sowas. Der frisst das Boot! Man, das ist eine witzige Idee. Oh, das ist eine witzige Idee. Auch wenn es furchtbar ist. Also für mich. Wenn ich mit noch weniger Fläche arbeiten muss. Man, was wäre, wenn er das auffrisst, das Boot? Was mache ich dann? Gott! Diese Steuerung! Lässt das das Wasser ab? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Ich bin mal letztes Mal, glaube ich, auch hochgegangen, oder? Was ist mit der Animation los? Dreh dich! Beweg dich! Ich glaube, das Ding bewegt sich, wenn der Schalter hin und her geschaltet wird. So ein paar Pixel, so ein, zwei Pixel nach links und rechts. Vielleicht spiegeln sie einfach nur das Sprite oder so. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich bin noch eindeutig einfach auf das Teil draufgesprungen. Sollen wir einen Babsi-Avatar nehmen? Ha! Das Ding ist, wenn jemand irgendwie willkürlich ein paar Noten drückt und dazu jemand wie wild auf einem Banjo rumspielt. Hallo, Mr. Aal, ich bring dich um! Okay, es geht so nicht. Nicht das Wasser berühren. Wasser berühren ist nämlich doof. Konzentration. Es ist extrem langweilig, aber da muss man durch. Das ist eigentlich Eier im Hintergrund, oder was ist das? Warum bin ich eigentlich vorhin oben lang gegangen? Ich habe gesagt, dass oben eine doofe Idee ist. Und hier kann ich jetzt hoch. Die Situation kommt mir bekannt vor. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Yay! Ratchet & Clank 32! Danke für den Sub! Oh mein Gott, Sub-Hype! Dafür poste ich jetzt einen Babsi. Da kommt jetzt ein... Warte, ich muss einen Babsi posten. Das ist zu viel. Nein, ich gehe overboard. Ich mache zwei Babsi. Zwei Babsis!
So, warte, lass mich die Liste hier aktualisieren. Bam! Ha! Cupcakes Avatar ist ja auch drin. Sehr gut. Nice. Cool. So, lass mich kurz hier was gucken. Okay. Weiter geht's mit dem Spaß. Aber vielen Dank für den Sub. Sub, das meine ich. Und ich meine damit nicht Subway. Obwohl ich jetzt echt gern Subway Sub hätte. Ist hier ein Levelende? Ich frisst mein Brot. Mein Brot. Und weg. Und er ist ein paar Teils nach unten gesprungen. Interessant. Okay, aber da oben ist das Levelende dann wahrscheinlich. Das heißt, ich muss hier nur noch irgendwie hochkommen. Und dann hätte ich dieses Level wieder geschafft. Tja. Ich glaube, du wirfst Eier, aber ich bin mir unsicher. Ich könnte die Tür ausprobieren. Nein, mache ich nicht. Das endet nur schlimm. Oh Gott. Babsi Overflow. Muss zugeben, die Subs motivieren mich gerade ein wenig. Das ist ja alles nicht umsonst dadurch. Ah, ich schaff das. Ich muss mir einfach nur Mühe geben. Menschen vertrauen mir, dass ich das hier schaffe. Käse! Checkpoint! Nein! Ich will das haben! Ich brauch das in meinem Leben! Wo ist die Tür dazu? Jetzt wird eine Map geil. Es gibt keine Map, oder? Es gibt keine Map. Da unten ist nur Wasser. Das bringt mir also nichts. Oh, es sind Stacheln. Babsi zerstören ist eine hervorragende Idee. Ich bin kurz davor zu sagen, das machen wir gleich danach. Das ist eine unfassbar hervorragende Idee. Fuck. Guck mal, Mr. Kelso ist da. Das sieht aus wie jemand, der von Hitbox ist. Aha. Mr. Kelso. Gar nicht aufgefallen vor. Stimmt, verschwindet er gleich. So. Ist er weg? Also. So, okay. Gut, als Dankbarkeit dafür, dass wir heute Subs bekommen haben, was ziemlich lange her ist, dass wir irgendwie Subs reinbekommen haben, zerstören wir es. Wir machen jetzt kurz eine Pause. Und dann machen wir das Spiel kaputt. Und gucken, was passiert. Mhm. Oh. Wir haben lustige Streifen. Und wir haben Löcher im Boden. Yay. Wow. Babsi, was ist los? Bisschen blau. Oh. Armer Bubsi. Tut mir schon fast. Es ist manchmal beeindruckend, wie lang so ein Spiel aushält. Ich glaube, Babsi ist tot. Ich glaube, das war's. Yep, sieht nicht gut aus.